Ich bin Toya Küster und ich spiele seit 7 Jahren beim Blindenfußball vom FC St. Pauli. Ich habe immer nach einer Sportart gesucht, die für Blinde und Sehbehinderte gerecht ist. Und ich war schon vorher St. Pauli-Fan und habe mir vom Blindenfußball gehört, wollten es ausprobieren, sind hingegangen und ich bin geblieben. Also ich bin farbenblind und sehr blendempfindlich und ich kann nicht wirklich weit sehen. Ich habe mit 9 angefangen, habe dann so ein halbes Jahr alleine trainiert, bin dann in die Ligagruppe zum Trainieren gegangen. Dann habe ich mit 13 in der Bundesliga angefangen und dieses Jahr, also mit 15, 16 sind wir zur EM gefahren. Also ich merke, dass ich in der Bundesliga schon anders spiele als gegen Frauen, weil irgendwie da brauche ich immer ein bisschen mehr Sicherheit. Und mein Ziel ist es auch, in der Bundesliga ein Tor zu schießen. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht und das ist einfach mein größtes Ziel, ehrlich gesagt.